Mein heutiges Thema ist Lichtfeld. Ich gehe da mal jetzt ein paar Schritte zurück und erkläre erstmal, warum das Thema wichtig ist. Das am besten finanzierte Startup der Welt, würde ich glaube ich so mal sagen, mit 1 bis 2 Milliarden US-Dollar. Und die haben noch kein Produkt rausgebracht. Die haben noch gar nichts richtig gezeigt, aber sie haben ganz viel Kohle bekommen. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Promo-Video mit dem Wal, der in einer Sporthalle sich damit einmal mitten im Wasser rumwälzt. Die Firma, die dahinter steckt, hinter diesen Geräten, also das Logo werdet ihr vielleicht kennen, Facebook. Davon habt ihr auch schon mal wenigstens alle gehört. Und der eine oder andere von euch weiß, dass es da eine Konferenz gibt mit dem Namen F8 einmal im Jahr, wo Facebook entsprechend seine neueste, na Motto, was ist der nächste heiße Scheiß im nächsten halben Jahr von Facebook? Ja? Was kommt an neuen Funktionen und was kann man da alles Tolles machen? Einmal im Jahr eine große Entwicklerkonferenz. Auf der letzten großen Entwicklerkonferenz haben sie ein paar tolle Sachen vorgestellt. Die haben alle schon mal dann gleich mitbekommen. Zum Beispiel das Stichwort Social VR. Dass man sich mit Freunden gemeinsam in Facebook in der virtuellen Realität Fotos anschauen kann und sowas. Das hat sofort jeder gesehen. Auf der gleichen Veranstaltung, in einer ganz kleinen Seitenkonferenz, haben sie das Ding vorgestellt. Eigentlich ist das viel cooler und viel spannender. Beide Produkte oder Projekte haben mit Lichtfeld zu tun. Ja, das ist generell jetzt erstmal eine Kamera, mit der man Videos machen kann. Es ist aber auch eine Lichtfeldkamera. Und was das ist, darum geht es eben auch heute. Und gerade vor 1-2 Tagen haben die Jungs mit den Apfel auch noch was angekündigt. Die haben jetzt ein Patent da gerade so für sich haben wollen. Für eine Lichtfeldtechnik am klassischen Mac-PC, der so bei einem rumsteht. Also von daher die Frage, da alle Unternehmen momentan irgendwie mit Lichtfeld herumhühnern und alle sagen Lichtfeld hier, Lichtfeld da, dachte ich mal, was zur Hölle ist ein Lichtfeld? Lass uns darüber mal sprechen. Guter alter Satz, ne? Fotografieren ist mal mit Licht. Soweit sind wir uns jetzt erstmal alle einig. Gehen wir mal ein kleines bisschen zurück in der Zeit. Ein ganz kleines bisschen. Ich gebe zu, das ist irgendwo so 11.000 Jahre alt, die Höhlenzeichnung. Was hat man damals gemacht? Man hat Dinge, an die Wand gemalt. Das war die früheste Variante, wie man erstmal so gesehen Copywriter-Stöße erzeugen konnte. Ein bisschen später. Was sie gemacht haben, ist, die haben einen Raum genommen und diesem Raum haben sie, seht ihr, ne, auch selbst die Tür haben sie zugenagelt. Aber ihr seht daneben, ist ein kleines Loch in der Wand. Durch das Loch in der Wand, auf der Rückwand vom Gebäude, innen drin, kam das Licht an der Wand. Und jetzt wird es technisch. Die Person, die draußen steht, ist dann auf der Wand zu sehen, dummerweise über Kopf. Grundprinzip erkannt, Kamera obscura, so geht heutzutage das Candy. Das Prinzip hat man dann ein bisschen später nochmal wiederum für Copyright-Verstöße nutzen wollen, also die erste Massenproduktion. Ne? Man nimmt einfach das Bild von draußen, Kamera obscura, malt das über Kopf, dreht die Leinwand um, Bild fertig. So entstand dann mal irgendwo das erste Foto. Und ihr erkennt schon, da gibt es ein Objektiv, da gibt es hinten eine Fläche, auf der ein Bild entsteht. Naja, das war dann so gesehen die erste Kamera, die ein Bild mal digital gespeichert hat. Das war noch keine richtige Digitalkamera. Das kam nur ein paar Jahre später, 91. Das war die erste Kamera, die wirklich vom Aufbau so ist. Und wer das Ding sehen will, im Prinzip steht das ähnlich irgendwo noch da vorne. Da ist ein kleiner Sensor drin, der macht viele einzelne Bildpunkte in Zeilen und Spalten. Das Prinzip ist also von damals bis heute eigentlich immer das gleiche. Wie wir unsere Fotos machen. Man kann auch dieses Prinzip auflösen. Und das Prinzip ist ja zu sagen, ich habe eine Öffnung, die durch Licht reinkommt. Dann habe ich ein paar Scheiben Glas und ich bündel das Licht auf eine Fläche. Wenn ich das Licht natürlich auf eine Fläche sammle, habe ich ein Problem. Ich habe damit eine tote Fläche erzeugt. So, was wir jetzt haben, ist ein Lichtfeld. Was wir jetzt haben, das sind 3 Lichtstrahlen. Ja, okay. Diese Lichtstrahlen gehen durch einen dreidimensionalen Raum hindurch. Hier drüben hätten wir jetzt einen großen Sensor eines Fotoapparats. Dann hätten wir jetzt hier 3 belichtete Pixel. Ne? Der Rest der Fläche wäre ja schwarz. Ihr wüsstet aber bei jedem dieser 3 Lichtstrahlen nicht, wo er herkommt. Ihr hättet nur eine XY-Koordinate. Da, da und da. Ne? Eine Koordinate ist immer auf Tischhöhe, ist egal, aber ihr habt nur diese 3 Koordinaten. Was ihr nicht sagen könnt, ist, wo kommt der Lichtstrahl her? Bei einem normalen, klassischen Sensor, mit dem wir jetzt alle unsere Handyfotos machen, oder auch Fototobi mit einem großen Spiegelreflex. Ihr habt immer nur eine zweidimensionale Fläche. Was ihr bräuchtet, magst du bitte mal aufstehen? Danke. Und jetzt zieht man den Faden richtig lang, genau. Was ihr jetzt, genau, reicht.
Was ihr jetzt hinbekommt, ist, ihr habt die x- und die y-Koordinate. Ihr bekommt aber noch zwei weitere Angaben, nämlich einen Winkel und noch einen weiteren Winkel. Ihr habt jetzt vier Dimensionen, vier Daten. Damit könnt ihr so gesehen definieren, wo ist der Licht aufgeschlagen hier auf meinem Sensor. Und ihr könnt nochmal nachschauen, wo kommt er her. Und Dankeschön, das ist der spannende Part der ganzen Geschichte. Und jetzt haben wir ein vierdimensionales Lichtfeld mit Wollfäden mal symbolisiert. Ich kann jetzt also definieren, okay, ne, der Lichtstrahl, Sonne, kommt durch meinen Lichteinfallschacht. Ich kann definieren, okay, dieser Lichtstrahl, der hier oben aufgetroffen ist, stammt von dem Busch. Und der andere Lichtstrahl von da hinten vom Baum. Das heißt, ich kann jeden Lichtstrahl einzeln so gesehen nachverfolgen und kann ihm definieren, wie weit her kommt er her. Ich kriege damit ein dreidimensionales Abbild. Ich kann jetzt auch sagen, ich kann nachträglich nach dem Fotografieren definieren, welchen Bereich des Fotos oder Videos schalte ich scharf. Das ist sonst üblich das, was jeder Fotograf macht, ne? Scharf schalten, abdrücken. Bei einer Lichtfeldkamera sagst du dir, abdrücken. Später beim Entwickeln des Fotos, bearbeiten meiner Videodatei oder Fotodatei, kann ich nachträglich sagen, ich möchte die Person scharf oder jetzt den Busch scharf geschaltet haben. Oder ich sage nachträglich auch, nee, der Baum ist mir wichtiger in der Aussage des gesamten Bildes. Jetzt mal technische Frage, wie löst man das? Wie kann man sowas überhaupt machen? Eine Variante ist, man nimmt viele kleine Objektive. Ich habe jetzt eine Angabe, ich habe ein Bild hier, ich habe da und da jedes ein einzelnes kleines Bild. Und mit vielen kleinen Einzelbildern und jeweils einer leicht verschobenen Perspektive kann ich rückwärts rechnen, wo kommt welcher Lichtstrahl her. Und kann so gesehen die dritte Dimension des Fotos oder Videos nachträglich damit ermitteln. Ne? So sieht zum Beispiel so eine Anordnung aus. Das gibt es tatsächlich so eine Kamera, die ungefähr 30 Objektive von klassischen normalen Kameras sind 30 Kameras im Kreis angeordnet. Die machen alle gleichzeitig eine Foto- oder Videoaufnahme. Die erste Kamera, die sowas in klein konnte, die genau, das ist eine Firma, ein Start-up aus den USA, von ein paar Technik-Freaks entwickelt. Das Ding gibt es immer noch bei Amazon, glaube ich. Zwischendurch gab es das mal für 99 Euro. Sieht aus wie so ein kleiner Fitness-Gemüseli-Riegel. Ja, ist auch so ein kleines, langes Teil. Und besteht wirklich nur aus so einem Sensor und hinten Speicher. Und was der eben macht, ist, mit diesen vielen kleinen Noppen-Objektiven lauter einzelne Bilder aufnehmen. Und die Auflösung ist, glaube ich, 400 mal 400 Pixel nur. Aber dafür kann ich in der Tiefe eben nachträglich sagen, was möchte ich scharf schalten. Das war ein erstes Technik-Demo von den Jungs. Was man mich mit dem Lichtfeld auch noch machen kann, ist, wenn ich genau weiß, wo welcher Lichtstrahl herkommt und jeden einzelnen Lichtstrahl als einzelnen Datensatz habe und nicht nur Pixel, kann ich auch sagen, alles, was weiter weg ist als da hinten, schmeiße ich aus meinem Datensatz raus. Wer hat von euch schon mal eine Filmproduktion, so ein Making-of-Foto oder Video gesehen, wo diese große grüne Wände aufbauen? Wofür? Du stellst keine grüne Wand mehr hin, du filmst einfach, wo auch immer du willst, sagst aber alles, was da hinten ist, schmeiß mal raus. Wer Game of Thrones oder sowas gesehen hat, so Filme oder Fernsehserien oder was auch immer, die brauchen in Zukunft wesentlich weniger Tricktechnik, sich rundherum aufbauen, um sowas irgendwie abzudecken, solche Flächen. Geht viel einfacher. Direkt in der Post, ne? Wie immer, der Spruch ist, das fixen wir in der Post. Jetzt geht es wirklich in der Nachbearbeitung. Ich gehe nochmal einen kleinen Schritt wieder in der Zeitgeschichte zurück. Wir haben zwei Augen. Dürfte nichts Neues sein und es macht auch Sinn, gegebenenfalls dafür getrenntes Foto- oder Videomaterial zu produzieren. Da gab es damals einen Typen, der hatte diese verrückte Idee, lasst uns nochmal dafür getrenntes Material mal fotografieren und was draus machen und das sich auch entsprechend anschauen. Wer jetzt an Google Cardboard denkt, ist gar nicht so ganz falsch. Was man also eben machen kann, ist, wenn man zwei getrennte Bilder hat, ich kann eben stereoskopisches Foto, also ein 3D-Foto oder Video produzieren. Mit einer Lichtfeldkamera machst du das auch nebenbei. Das heißt, du stellst jetzt nicht zwei Lichtfeldkameras nebeneinander auf, weil du hast ja schon eigentlich mit 30 Kameras einzeln fotografiert und gefilmt. Was soll's? Du sagst auch in der Nachbearbeitung, mach mir doch bitte mal eine Sammlung von Lichtstrahlen für das Auge und mach mir eine zweite Sammlung von Lichtstrahlen für das andere Auge. Du machst einen 3D-Film auch noch nebenbei. Du hast zwar eigentlich nur einmal abgedrückt, machst alles andere hinterher. Und wenn du dann so weit dich durchgewungen hast durch die ganze Geschichte, spricht dir auch nichts dagegen zu sagen, wir machen das Ganze als 360-Grad-Video. Und wer jetzt denkt an das Stichwort, wir sind nicht mehr weit weg vom, wer kennt's? Holodeck? Richtig. Ich bin jetzt in der Lage, mich in einem gewissen Rahmen im Raum frei hin und her zu bewegen
und ich kann durch Fotos und Videos hindurchgehen. Kommen wir zurück zu den lieben Kollegen von Facebook und warum das alles mit Social Media zu tun hat. Das ist die Kamera, oder das sind zwei verschiedene Kameras, einmal mit 6 Objektiven und einmal mit 24, weil falls mehr Daten helfen ja manchmal auch. Diese Kugel wird ungefähr diesen Durchmesser haben. Und jetzt bin ich in der Lage, die Größe meines Lichteinfallschachts, so möchte ich es jetzt nennen, ja, definiert die Größe meines Bereiches, in dem ich hin und her bewegen kann. Das heißt, wenn ich das als Kamerakugel habe und kann daraus ein Lichtfeld definieren, dann kann ich mit einem entsprechenden Player mich in diesem Bereich auch hin und her in meinen Fotos oder Videos hin und her bewegen. Ja? Die Größe definiert die Größe meines Lichtfelds. Das ist noch nicht so, dass ich mich wie auf dem Holodeck frei komplett herumbewegen kann. Das ist nochmal eine etwas andere Technik, das gibt es auch schon. Das nennt sich aber holometrische Fotografie oder Videografie. Ist aber nochmal eine andere Geschichte. Das da ist erstmal so eine Geschichte, was als nächstes geht. Und wer von euch kennt die Firma Apple, die hat so ein iPhone. Und die haben vor kurzem da auf der letzten Keynote etwas vorgestellt, das nennt sich AR-Kit, Augmented Reality. Vielleicht da eine oder andere schon mal irgendwo was von gesehen, gelesen oder so. Mir geht es jetzt nicht darum, um diesen Themenbereich Augmented Reality an und für sich. Aber was sie damit auch gezeigt haben, dass du mit dem Handy dich im Raum hin und her bewegen kannst. Jetzt stellt euch diese Sensortechnik vor mit der Kamera und dem Gyroskop von AR-Kit. Und ihr seid dann in der Lage, auf eurem Handy euch in so einem Video oder Foto herumzubewegen. Das erzeugt eine höhere Verweildauer. Und ich komme aus dem Online-Marketing-Bereich und da sagt man, Verweildauer ist immer gut. Von daher finde ich diese gesamte Technik neben allen sonstigen technischen Faszinationen oder allen möglichen anderen Dingen immer sehr gut, weil Verweildauer sorgt dafür, dass Menschen sich in der Regel länger Videos anschauen und ich damit meine Kommunikationsziele besser erreichen kann. So, das war's. Danke.